Moin moin, meine Freunde, es geht weiter mit Assassin's Creed Syndicate. Da vorne der Zug, das ist mein Assassin-Versteck, der fährt gerade weg. Ich bin nämlich mit meinem Assassin-Versteck hier ins neue Stadtviertel gefahren. Denn hier geht's in der nächsten Mission weiter. Ich muss auch da oben jetzt den Aussichtspunkt klar machen. So, hier hat man gesehen, hier bin ich. Hier war ich ja letzte Folge in meinem Versteck stehen geblieben und ich bin mit dem Zug einfach mal weitergefahren nach hier unten. Dachte, ich hole mir vorher nochmal den Aussichtspunkt, bevor ich hier zur nächsten Sequenz 3 gehe. Die Pressefreiheit, die habe ich euch ja schon gezeigt, dass ich da hin möchte. Und hier auf der anderen Flussseite habt ihr eben gesehen, hier ist der Big Ben da. Den hat man eben sogar gehört. Aber ich muss jetzt erstmal dort den Aussichtspunkt. Da vorne sieht man übrigens das... Da ist der Big Ben sogar. Da ist der Big Ben und da ist der Turm vom Tower. Und der Big Ben gehört ja auch irgendwie mit dazu, oder? Schon. Ja, heute wieder mit Jacob unterwegs. Bisschen Abwechslung reinbringen in die Videos. Auch wenn mir Evie sehr, sehr gut gefällt. Weil man, wie gesagt, man spielt zu wenig weibliche Charaktere in Assassin's Creed. Da ist es eine gute Abwechslung mal. Oh, hier unten ist noch ein gepresstes Buch. Wer bist du denn? Ein Templer. Templer tot. Gepresste Blume im Lampreth 1 von 4. Okay, da haben wir auch einen Helix-Glitch. Den nehme ich mir auch mit. Ich glaube, den kann ich mir holen, indem ich den Todessprung mache. Das ist öfters mal so. Und wir haben es schon fast Nacht. Der Mond steht dort. Die Sterne sind am Himmel. Auch mal was Neues. Synchronisieren! Immer schöne Kamerafahrten. Er sitzt nur nicht genau ganz oben drauf, wenn ich das mal so anmerken darf. Guck mal, wie viele Leute Sachen hier jetzt da sind. Guck mal, da ist die Themse, da drüben ist der Tower und der Big Ben. Guck mal, wie er hier hängt, ey. Kommt schon, Leute. Was soll sowas? Jetzt leide ich sogar runter. Och, komm, ey. Immer noch Probleme mit der neuen Engine. Dann arbeitet es halt länger an dem Spiel. So, jetzt bin ich richtig drauf. Okay, da vorne ist eine Templerjagd. Und eine Kiste. Da oben haben wir noch eine Kopfgeldjagd. Und da dann die Mission. Okay, ich will mir auch noch den... Sag ich, guck mal, der ist genau über den Dings. Helix Glitch. Eingesammelt. 1 von 20 in dem Stadtteil. Oh Mann. Komm schon hoch da. Ich sehe nichts. Ach, da habe ich mich schon gefreut, dass der Teil eigentlich wieder besser wird von der Steuerung und so. Und dann sind da trotzdem noch so viele Fehler. Einmal da mit der Videosequenz gleich in Folge 2. Dann mit den verschwundenen Henry Green in der Videosequenz, der gar nicht mal da war. Wo Kisten einfach so rumfliegen. Das schnervt einfach. Hallo. So, der hat jetzt hier mal den Dolch in die Hand genommen. Der macht einfach im Moment den meisten tödlichen Schaden. Martin Church aufspüren, das ist hier Templerjagd und so, ne? Zeigt er mir halt immer die Mission an, da unten. Die will ich aber gar nicht machen jetzt. Ich kümmere mich erstmal um die Hauptmission. Scharfschütze. Hier haben wir aber auch wieder noch einen Helix-Glitch, ne? Das ist immer, man kommt einfach zu nichts in dem Spiel, wenn man mal sich was vorgenommen hat. Jetzt lass doch mal die Wand los. Wie eine Klette hängt er da dran. Okay, ich muss aber doch darauf, sonst kriege ich das Ding nicht. Okay. Er macht aber nicht so einen Sprung nach vorne, ey. Früher hätte ich einfach so einen langen Sprung nach vorne gemacht und hätte das Ding geholt. Spring! Das ist halt die neue Technik.
nicht immer besser als die alten Sachen. Das ist doch viel zu hoch, ey. Dass man nicht einfach mal hochspringen kann von unten. So einfach so aus dem Stand heraus. Das geht einfach nicht in dem Spiel. Und dann bauen sie aber sowas ein, wo du das dann einfach nicht einsammeln kannst, ey. So kacke. Ich konnte früher in Assassin's Creed, da, wenn ich hier gehangen hab, konnte ich einfach so nach da jetzt einen Sprung machen, um mir das Ding zu holen. Hier kann ich nur loslassen, um mich nach unten zu hangeln, aber ich kann nicht springen. Hier, genau. Siehst du ja, Parkour nach oben. Nach oben geht's halt nicht. Oder Parkour nach unten und dann macht er sowas. Ja, Leute, wenn man nicht springen kann, dann hört doch auf, sowas hier einzubauen. Wenn ich nicht weiß, wie ich das Ding holen soll. Kritik, Leute. Das ist Kritik von mir. Das muss auch mal sein. Das ist doch doof. Guckt euch das mal an. Das geht einfach nicht. Das ist zu hoch. Und ich kann hier nicht hoch. Ich kann nicht springen oder so. Schleichen kann ich und loslassen. Sowas finde ich blöd. Echt. Kann auch sein, dass ich erstmal irgendwie wieder eine neue Mechanik lernen muss, um die dann zu holen oder so. Aber so wie jetzt gerade geht's nicht. Ich krieg das Ding nicht. Den Schläger verjagen? Alles klar. Hallo, ich bin da. Soll ich ihn denn Okay. Wenigstens bedankt er sich noch. Ich weiß, dass es später noch so Haken gibt, mit dem ich mich in eine Wand hochschieße. Vielleicht ist das dann der Winkel, dass ich mich an den Turm hochschießen muss, dass ich dann da mit dem Seil da irgendwie an diesen Helix-Glitch rankomme. Kann alles sein. Dann kein Problem, aber ja, trotzdem. Früher hätte ich ihn noch so gekriegt. Früher wäre ich gesprungen. Schöne Aussicht hier, ne? Jetzt wird schon wieder hell. Die befahrene Themse, Tower Bridge und dann da drüben das ganze Tower-Gedönse. Pressefreiheit, nächste Mission. Ich krieg eine Montur als Belohnung. So, aber sorry, dass ich so am Rummeckern war eben, aber naja. Ich finde das Spiel ja cool, also ich bin ja Assassin's Creed Fan, aber so Kleinigkeiten darf man schon mal anmerken. Ach, verdammt. Alec, was ist denn los? Ich empfange hier nichts weiter als überschwängliche Propaganda über Beruhigungssirup und dergleichen. Ich schwöre beim lieben Gott, wenn Starricks Monopol weiter anhält. Alec, verzeih mir bitte. Das sind Freunde von mir. Evie Frey und ihr Bruder Jacob. Alexander Graham Bell. Linguist, Erfinder und Technikexperte. Alec, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Können Sie das reparieren? Oh, da ist ein Sprung im Gussstück. Oh, es ist ein 2. Wirklich. Sowas hätte ich gebraucht, um die Sicherung oben am Big Ben anzubringen. Alec installiert eine neue Telegrafenleitung für unsere Free Press Association. Als Konkurrenz zur Starrick Telegraph Company. Wenn ich alle Sicherungen repariere, die die unabhängigen Leitungen am Big Ben verbinden, wäre Starrick geschwächt. Leider sind wir ein wenig beeinträchtigt. Und? Bitte. Ich habe den Mechanismus entfernt, damit er an ihre Armschiene passt. Den werde ich gleich mal ausprobieren. Jacob, warte. Mr. Bell, kann ich vielleicht mit den Sicherungen helfen? Oh, dieses Angebot werde ich nicht abschlagen, Miss Frey. Nehmen wir meine Kutsche, wenn Sie die Güte hätten, die Zügel zu nehmen. Das nehme ich. Ich kann Ihnen helfen. Neues Spielzeug.
und eine neue bekannte Person aus der Geschichte. Graham Bell. Der hat auch was damit zu tun mit der Erfindung des Telefons, mit Telegrafenmasten und so weiter, ne? Oh, the bell rings. Oh, der Hund ringt. So. Also, Mr. Bell, an welchen Erfindungen arbeiten Sie? Ich habe vor, einen phonetischen Telegrafen zu entwickeln, der nicht nur Punkte und Striche überträgt, Miss Fry, sondern die menschliche Stimme. Phonetischer Telegraph? Das klingt aber reichlich kompliziert. Warum nennen Sie es nicht Telefon? Telefon? Wie bizarr. Jedenfalls, wie ich bereits sagte, die Presse ist inzwischen vollkommen abhängig von der Starry Telegraph Company. Und deshalb bat Mr. Green um eine freie Leitung. Ja, und zusätzlich wurden die Leitungen anderer kleiner unabhängiger Firmen sabotiert. Und sie haben keine Möglichkeit, die defekten Sicherungen zu finden, die sich oben auf dem Big Ben befinden. Korrekt. Vor allem, da man einen Passierschein von der Regierung braucht, um die Wachen zu passieren. Die werden kein Problem sein. Ich repariere die Sicherungen. Okay. Sicherungen auf dem Big Ben reparieren oder was? Beim Einbau stets 30 Meter über den Boden bleiben. Drücken Sie... Okay, jetzt haben wir den Seilwerfer. Siehst du, das meine ich. Vielleicht kriege ich dieses Ding mit dem Seilwerfer, weil dann dieser Winkel stimmt. Das muss ich halt mal ausprobieren dann. So, Graham Bell, ihr habt es eben gehört, wie ich vorher schon sagte, der Erfinder des Telefons. Mensch, habe ich aber früher im Geschichtsunterricht gut aufgepasst, was? Drücken Sie L1, um hohe Gebäude zu erklimmen. Drücken Sie an einer Kante L1, um per Seilrutsche große Freiräume zu überwinden. An einer Seilrutsche können Sie mit L und R2 Ihre Geschwindigkeit kontrollieren und sich für ein Luftattentat über Gegner in Position bringen. Alles klar. Zusatzaufgabe, ich soll beim Einbau stets 30 Meter über den Boden bleiben. Alter, der Big Ben ist voll groß. Der ist voll big. Voll big, der Ben. Yeah. So, klettern wir die erste bekannte hohe Position herauf hier. Wer wollte nicht schon immer mal an Big Ben hochklettern, oder? Und dann sind wir ja doch wieder mit Evie unterwegs, aber das ist jetzt missionsbedingt. Kann man nichts machen. Hoffentlich schaffe ich die Zusatzaufgabe mit den 30 Metern. Drei Sachen soll ich installieren und beim Einbau immer 30 Meter über dem Boden bleiben. So, das Ziffernblatt haben wir hier. In dem Film Jumper, da stand er hier auch oben. Wasserspeier hier am Start. Die sind immer so detailgetreu gebaut, diese Bauwerke hier in dem Spiel. Ist unglaublich. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass hier so Kronen oben dran sind, weil wer ist denn mal oben auf den Big Ben drauf? Also ich nicht häufig. Okay, Einbau Nummer 1. Sicherung aktiv. Schöne Aussicht. 1 von 3. Und jetzt soll ich da oben, da hinten die nächste machen. Bin ich noch 30 Meter über dem Boden? Wie kann ich denn jetzt eine Seilrutsche nach drüben machen? Ich kann mir aber eigentlich hier den Aussichtspunkt nochmal holen, wenn ich hier gerade schon auf dem Dicken drauf bin. Alter, ist das krass. Das gefällt mir dann schon wieder richtig, richtig gut mit den ganzen Verzierungen hier dran, oder? Schaut euch an, der ganze Tower von oben. Und jetzt gibt's die Kamerafahrt. Nice. Sehr, sehr schön. So, jetzt aber keinen Todessprung machen, weil sonst bin ich nicht mehr 30 Meter über den Boden. Ich nehme lieber so den Weg. Ich glaube aber, ich muss halt oben auf das Dach rauf, weil ich nicht weiter
zu dem Gebäude sonst hinkomme. Per Seilrutsche. Wenn wir vorsichtig. Hoffentlich ist dieses Gebäude hier noch 30 Meter hoch. Dieses Dach hier, meine ich. So. Hier sind Wachen. Guck mal, die kennt man doch. Die Towerwachen. Geil, wir können Towerwachen einfach abstechen. Da guckst du, wa? Hey, ihr sollt keine Gesichtsregung zeigen. Das dürft ihr da gar nicht. Okay, hier ist das nächste Gebäude. Okay. Hey, bleib oben. Zweite Sicherung auch am Start. Alles klar. Oh, das andere ist da ganz oben. Hier ist noch ein Helixriss. Er soll vor mir sein. Sehe ich nicht. Egal. Nein, nein, nein! Nicht runter! Du blöde Kuh! Ah, jetzt haben wir die Zusatzaufgabe verkackt. Weil sie den Todessprung gemacht hat. Jetzt sind wir nicht mehr 30 Meter über dem Boden. Ach, hätte so einfach sein können, ne? Da ist übrigens auch wieder so ein hoher Helix-Riss-Ding. Wie soll man sich die Dinger immer schnappen? Ich kann doch... Ah. Seht ihr? So ähnlich kann man sich dann auch bestimmt das andere schnappen. Hallo? Nimm das doch. Ich bin da. Hol dir das. Hallo? Loslassen will ich nicht. Ich will das Ding haben. Kann ich mich schwingen? Jetzt habe ich's. Okay. Das ist auf jeden Fall cool gemacht mit dem Haken. Das war auch was Neues. Gab es früher nicht in den alten Assassin's Creed-Teilen. Okay. Wie sie am Schnaufen ist hier. Okay, das Gebäude ist aber zu weit weg. Da kann ich. Und jetzt dahin. Für die Fortbewegung auf jeden Fall ganz nett. So kann man doch die großen Straßen dann überqueren. Und man kommt ziemlich schnell an hohe Positionen hier. Seht ihr auch hier die ganzen Verzierungen an den Wänden und so? Das ist einfach so geil gemacht. Das ist die Stärke des Spiels. Auch wenn es noch kleine Schwächen hat. Okay, und der letzte hier. Okay. Das sollte reichen. Mit Bell reden wieder. Ich wollte nicht nach oben. Sperrgebiet, ja. Von hier kann ich doch bestimmt einen Todessprung machen, oder? Irgendwo nach unten. Irgendwo ist immer so ein Heukasten. Hier irgendwie nicht. Na, okay. Gefährlich. Da ist doch einer.
Ich wusste es doch. Ja, ja, ich weiß, ich darf hier drin eigentlich nicht rumrennen. Warum kann ich nicht nach oben jetzt zum Beispiel was hinschießen? So, jetzt. Aber das macht das Klettern ja so viel einfacher. Krass. Auf das Dach sollst du... Jawohl. Naja, ich muss die Mission trotzdem gleich nochmal spielen für mich selbst, weil ich den Zusatzding da machen möchte. Es ist ja nicht so schwierig, hier 30 Meter über den Boden zu bleiben. Das war ein Sprungfehler, dass ich da den Heuhaufen erwischt habe. Kann man nichts machen. Das heißt, man sieht den Heuhaufen noch nicht mal, aber dann drückst du einmal nach vorne und kreist, weil du nach unten willst, und schon macht sie den Todessprung ganz nach unten. Weil einfach die Tastenbelegung gleich ist. Für nach unten gehen und Todessprung ist gleich. Haben Sie vielen Dank, Miss Fry. Jetzt kann ich endlich mit der Installation der neuen Leitung fortfahren. Wenn ich sonst noch bei irgendwas helfen kann? Mit Sicherheit. Besuchen Sie mich mal. Oh, ich habe mit diesem Gerät rumgespielt und die Formel für Sie aufgeschrieben. Es ist noch nicht ganz perfekt, aber bei Gott, es funktioniert. Das ist eine Bombe. Vielleicht sogar etwas zu gut. Was ein verrückter Kauz. Aber Erfinder sind so. 200 Metallekomponente erbeuten. Eine Wache per Seilrutschen Luftattentat töten. Soll ich das jetzt machen? Da vorne? Ist das meine Aufgabe? Scheint so, weil ich habe im Moment kein neues Ziel hier angezeigt. Nö. Keine neue Erinnerung, die läuft noch. Das ist hier drüben. Plündern und plündern. Alles klar, Leute. Da wird es in der nächsten Folge weitergehen hier. Ich werde dann hier über die Tower Bridge kommen und hier mich da melden. Guck mal, es ist mitten auf der Themse ein Aussichtspunkt. Alter Schwede. Na gut. Seilrutsche ist auf jeden Fall was Cooles. Ich werde mich damit jetzt nochmal ein bisschen selber mit einspielen. Jetzt also, wenn ich jetzt die Aufnahme ausmache, werde ich hier die Mission nochmal machen. Wiederholen, damit ich da den Zusatzdings kriege und mich dann noch ein bisschen einspielen, damit das in der nächsten Folge dann schon mal funktioniert, dass ich damit gut klarkomme, dass ihr hier nicht so einen Scheiß sehen müsst. Und dann melde ich mich in der nächsten Folge und dann klaue ich da hinten noch das Metall und so. Also Leute, vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Haut rein, bis dann, ciao, ciao.